Ja, oder es verfolgt mich, okay. Oh nein. Storm Extreme. What? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guck mal, wie schnell das weggeht. What the fuck? Oh, wie ich hier nicht durchkomme. Alter. Lass mich durch. Nein, es stabilisiert sich gar nichts, Mann. Red doch keinen Scheiß. Alter, ne. Ich will nicht sterben. Da ist mein Schiff. Ja, I know. Nein, nicht I know, das stimmt doch gar nicht. Nimm weiter ab. Alter, das muss aber auch neu sein seit dem System hier. Gut, dann warten wir halt mal einen Moment. Beziehungsweise wir können ja mal ganz vorsichtig... Wir können ja mal ganz vorsichtig zum nächsten Punkt fliegen. Plutonium. Oh Gott, wir haben echt viel Plutonium. Aber lieber zu viel als zu wenig. Alter. Das Ding meine ich. Genau das meine ich. Mit Kugel. Ich habe eine Kugel gesehen. Ich gebe mir hier gleich die Kugel. Nein, natürlich nicht, aber... Sturm? Komm, ein bisschen aushalten tun wir. Visuell. Mhm. Ich höre irgendwas neben mir. Sturm. Ich höre Sturm. Ach Quatsch. Für Warp. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also das Volk sieht ziemlich böse aus, aber wenn man wiederum... Wow. Alter. Moment, wir hören uns das mal ganz kurz an. Ruinen von Axiorkia. Viking-Monolith. Mhm, man versteht nichts. Ich lege meine Handfläche auf den Monolithen und gehe dann einen Schritt zurück, als er darauf zu schmelzen beginnt. Geschmolzener Fels tropft von dem Stein und enthüllt einen hohlen Innenraum. Im Inneren sehe ich unvorstellbare Reichtümer, uralte Technologien und andere Dinge, die mir... Wir gehen auf jeden Fall zurück. Uralte Technologien und Dinge, die mir bei meiner Reise behilflich sein könnten. Es tropft immer mehr Lava runter und das Bauwerk scheint instabil zu werden. Aber die nützliche Ausrüstung ist in Reichweite. Plötzlich erschüttert die Stimme eines uralten Stammes den Boden, auf dem ich stehe. Ich gehe zurück. Die Krieger, die einst hier bedingt, preisen mich für meinen erwiesenen Respekt. Okay. Kann ich nicht machen, Alter. Ich kann die nicht gleich ausbeuten gehen. Gesundheit auf Maximum. Dankeschön. Ansehen bei den Valkyrien hat sich verbessert. Das fehlte übrigens. Das Wort für kurz. Viking Wildnis, okay. Nein, der ist nicht offline. Das hat mir übrigens bei den Korvax gefehlt, muss ich sagen. Das hat mir tatsächlich bei den Korvax gefehlt. Denn... Ach, da unten. Was? Navigationsdaten empfangen? Hallo. Danke. Ich hab's nicht verstanden. Navigationsdaten empfangen? Ich sehe nichts. Jetzt haben wir noch nicht das Ding. Wärmeschutz stabilisiert sich. Der Sturm ist vorbei. Ey, da kann man ja fast nur hoffen, dass man hier schnellstmöglich Wärmeschutz findet. Ich meine, das Problem ist, du musst den Wärmeschutz natürlich auch aufrechterhalten. Wofür man dann, glaube ich, wieder Titan und Co. benötigt. Natürlich bekannt. Warum? Sollte es hier anders sein? Genau das meine ich. Das genau... Hoppala. Genau das meine ich, weil... Es geht langsam runter. Okay, wartet mal. Ich gehe nochmal kurz rein, nochmal aufladen. Wenn ihr sowas auf dem Planeten habt, wo ihr die letzte Kreatur sucht, dann ist das echt hardcore. Was haben wir denn hier gerade entdeckt? Okay, das kennen wir auch zu genügend. Also es wiederholt sich... Oh. Es wiederholt sich früher oder später doch alles.
Ja, das könnte man natürlich auch mal machen. Die Bäume lasse ich immer so, wie sie sind. Die lade ich einfach hoch und nehme die Units mit. Hallo? Ah ja, okay. Genauso wie die Dinger hier. Ah, das sind wieder Sachen, die kann ich nachher auch noch machen. Wir sind ja eigentlich auf der Suche nach allem Möglichen. Unter anderem halt Kreaturen. Aber dadurch, dass der Planet sehr lebensfeindlich ist, werde ich vorerst meine, meine Reise damit fortsetzen. Das ist die Frage. Wo, ich weiß auch nicht mehr, wo ich meine... Oh, Sven sieht interessant aus. Aber egal, fliegen wir danach an. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Strahlen Sigma herbekommen habe oder Gift. Ich weiß es absolut nicht mehr. Sehr, sehr lebensfeindlich, der Planet. Lasst mich raten, hier sollte normalerweise ein Tisch stehen. Oder auch nicht. Erscheint, blieb automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. 1, 2. 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 sind 720. Auch Wiederholung. Ich hätte mir echt mehr Rätsel gewünscht. Also anderweitige Rätsel. Oder habe ich einfach nur das Pech, dass ich immer die gleichen erwische? Ist das nicht eine Absturzstelle? Dieser Kringel? Sag ich doch. Cool. Gehen wir uns natürlich gleich angucken. Ist bereits bekannt, natürlich. Mit dem Viking hat sich verbessert. Da brauchen wir sowieso wieder ein Kristall. Tür? Ach, da ist die Tür. Oh Gott, peinlich. Alter. So, wo speichert man hier? Da hinten. Mitnehmen tun wir es auf jeden Fall, die Speicherpunkte. Zumindest, dass ich oben die Reihe voll habe und dann lade ich sie einfach hoch. Ebenen von Bushnief oder so. Das sind auf jeden Fall Namen, die ich einfach so lasse, weil es passt. Es sind schöne Eigennamen. Genauso wie die Pflanzen. Ich habe mir immer die Mühe gemacht am Anfang. Fällt mir gerade so ein, alles nochmal einzutippen. Aber wozu? Wozu? Nochmal umgucken. Wir fliegen aber trotzdem erstmal ganz kurz zu dieser anderen Base, die hier links von uns ist. Dieses lange Dingens. Alter Schwede. Was gibt es hier? Nix, ne? Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Nee, andersrum. Da lang. Was haben wir hier Schönes? Extreme Temperatur gemessen. Oh, haben wir schon wieder einen Sturm? Haben wir noch einen Platz frei? Ja, da ja. Da auch. Mal gucken, ob wir hier einen Handelsposten suchen können, damit ich das Platin endlich mal loswerde. Wir haben einen kolonialen Außenposten. Suche nach kolonialen Außenposten. Wahrscheinlich gleich daneben dran. Genau. Die Operationszentrale da hinten ist sie. Okay. Genau, da fliegen wir jetzt auch gleich hin. Ja, schön. Das war mal Rohstoffvergeudung der extremen Art. Nein, zum Glück nicht. 106,9 Grad. Wir werden gerade gekocht. Gut, weiß man nicht genau, ob wir gekocht werden. Oh Gott, wartet mal. Man muss es ja nicht drauf ankommen lassen, aber man kann ja die Dinger wenigstens mitnehmen. Die hier. Wir haben schon zwei hier. Wenigstens drei. Bereits bekannt. Bereits bekannt. Vier.
Die vermehren sich gerade, während ich immer weggucke. Bereits bekannt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt... Da war ein Schild bei. Das war aber der falsche. Das war der falsche. Ich bin ja mal gespannt, welches Schiff da hinten liegt. Ehrlich. Wenn das jetzt so ein Schiff ist, wie ich manövriere, oder vielleicht sogar ein... Was? Extremer Sturm war das, glaube ich, ne? Oder vielleicht sogar noch größer. Dann bin ich beleidigt. Koloniale Außenposten. Das ist aber kein Handelsposten, oder doch? I don't know. Nee, Operationszentrale ist dahinter. Doch. Er nimmt Anflug auf irgendwas. Antimaterie-Rezept beschaffen. Signal zur Alienfabrik folgen. Hä? Ja, ja. Das ist... Das ist jetzt, wenn der hier... Ach so, an dem Beaker ist er gelandet. Okay. Na gut. Lass mich rein. Oh, oh. Hallo? Verstehen wir, was du willst. Mitverschwörer. Eindringling? Super, wir verstehen wahnsinnig viel. Der Krieger sieht mich mit Feuer in den Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das gebieten wohl die Tradition und Ehre. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor, wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multiwerkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an, dass ich sie übergeben soll. Warte mal ganz kurz. So, Jungs, Mädels, da bin ich wieder. Ja, jetzt hatte ich die besagte Hustenattacke mal bekommen. Damit müsst ihr jetzt leben. Ich finde es gerade ein bisschen doof, dass hier links und rechts alles rausploppt, als wenn das Inventar mitvergrößert wurde. Also alles, nicht nur die Kreaturen. Er bietet mir jetzt im Prinzip im Austausch 16 zu 18. Ich muss auf jeden Fall hier umbauen. Hier seht ihr das, was passiert. Hier sind keine Umrandungen drin. Bei mir sind sie definitiv. Wobei, hier unten müssten Umrandungen drin sein. Ich habe schon plus 4 Kampfverstärker. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall aufräumen. Ich werde es annehmen. Es ist geschenkt und ein geschenkten Gaul. Schaut mal nicht ins Maul. Also nehmen wir es an. Fähnrich. Da hast du. Kohlenstoff mögen die also. Mitverschwörer. Gut. Was haben wir denn hier noch? Oh, wie gesagt, das kann jederzeit passieren. Das sind so die Relikte meiner Angina noch. 2170, ne? 2170, genau. Genau dasselbe wie vorhin. Genau dasselbe. Ich muss dran denken, ich muss das Ding hier noch speichern. Ganz, ganz dringend. Okay. Reisemeilenstein erreicht. Was haben wir denn jetzt? Aliens getroffen, 30. Ist schon wenig, ne? Tatsächlich, ist wenig. Ich bin Konsul. Nee. Wo ist der Speicherpunkt? Bin ich jetzt dahinter oder was? Natürlich dahinter. Was auch sonst? 106,9 Grad. Alter Schwede. Ja, jetzt haben wir ein neues Multifunktionswerkzeug, nicht mehr ganz so feminin wie das andere. Es war ja eine hübsche Farbe. Und wie gesagt, ich muss es umbauen. Ich werde nicht mal gleich ins Schiff setzen gucken. Ich habe ja noch einiges da, Titan und so weiter. Dann kann ich euch das auch nochmal zeigen. Es ist, glaube ich, auch optimaler aufgebaut. So kann man die erste Reihe für Bergbau nehmen, die zweite für den Angriff und die dritten... Die dritte Reihe. Kann tatsächlich für... Das ist zum Beispiel eigentlich Angriff, genauso wie der Blitzwerfer. Nachlade. Wartet mal, wir zerlegen das hier mal. Hier ist auch noch kein Tool drin, ne? Zum Scannen sehe ich gerade. Plus 3. Habe ich den jetzt automatisch gelernt? Scheiße.
Ah ja, habe ich automatisch. Kohlenstoff, natürlich. Moment, wir müssen mal ein paar... Natürlich herrscht hier gerade ein Sturm. Ich brauche mal eine Pflanze. Da stabilisiert sich gar nichts. Guck genau hin, Frau. Nicht Eisen. Du sollst die Isotope. Jetzt. Oha, okay. Alter, Frau, guck doch mal genau hin. Ich glaube, dich muss ich auch austauschen. Oh, Alter. Ah, ich habe ja noch gar nicht. Ich muss mich echt beeilen. Mhm. 281,8 Grad. Wir werden nicht nur gekocht, jetzt werden wir auch noch gegrillt. Ja, ich weiß. Wo ist mein Schiff? Ich muss noch mal was drauf tun. Ist egal. Ich habe irgendwie noch nebenbei Titan abgearbeitet. Krass. Ach so, weil ich in der Nähe vom Schiff war. Klar, logisch. Ja. Sehr gut. Oh Gott, alter Schwede. So, hier bauen wir den mal rein. Den. Und den. Der Bergbaustrahl geht nicht, weil alles... Oh, na super. Wartet mal. Es klingt total bescheuert, was ich hier mache, aber... Wir müssen. So. Blitzwerfer. Strahlenfokus. Automatisch umrandet, wenn ihr versteht, was ich meine. So, Nachladebeschleuniger. Querschläger. Es tut mir leid. Also ich kann nicht jeden Husten rausschneiden. Vielleicht sehe ich es, ne, wenn es übersteuert. Blitzwerfer M. SM. Wassersphäre. Hier sind Sachen bei, klar, Heridium lässt sich sogar noch machen. Die können wir dann am Ende noch irgendwo einbauen. Ja, ne, genau. 1, 1, 1, 1, dann ist alles zweifach. Gut, Ratios. Wir müssen auf jeden Fall Kupfer und Co. So, wir gehen uns jetzt mal das Raumschiff angucken, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall mega interessant. Achso, schon wieder die feindlichen Kreaturen. Ballern wir dagegen? Natürlich. Okay. Ich habe einen Reisemeilenstein entdeckt, schon wieder. Todesmutig. 1,0 Solz unter extremen Bedingungen überlebt. Was sind Solz? Ich kann das Schiff noch nicht sehen.